ein ganz normaler Tag bei den Herzblutfloristen. Oder? Weihnachten rückt immer näher und die letzten Vorbereitungen für die Feiertage werden getroffen. Damit einher kommt auch der wohlbekannte Weihnachtsstress. Ich war gerade schon auf dem Großmarkt und war auch jetzt noch kurz bei einer Kundin Vasen abholen, die mich noch spontan angerufen hat. Die braucht die heute Abend, die bringe ich den Mädels jetzt rein und dann geht es für mich auch schon weiter. Puh, viel zu tun für Kevin und seine Mitarbeiter. Moin. Morgen. Was geht ab? Einiges, Herr Haupt, einiges. Ich war schon in Holland beim Großmarkt, war kurz noch bei einer Kundin in Jülich. Und die hat eine spontane Bitte, die hat nämlich heute Abend ein Candlelight-Dinner und hätte gerne für diese drei Vasen etwas Schönes in Rot-Weiß. In Rot-Weiß. Ich fahre jetzt gleich quasi zum Großmarkt nach Köln und dann würde ich die heute Nachmittag wegbringen. Pass auf die Vasen auf, weil sowas besitzen wir nicht, ja? Alles klar. Ich denke, ich bin so gegen 4, 5 wieder hier und dann stellst du mir die einfach ins Kühlhaus. Aber mit frischen Blumen dann. Ja. Ja, wie gesagt, sie hat gesagt, ist alles egal. Hauptsache, es sieht nett aus. Die will ihren Mann ein bisschen überraschen und kriegen wir hin. Hätte gerne für den Esstisch drei schöne Arrangements. Machen wir alles fertig. Dank dir, später. Dann ist ja klar, was zu tun ist. Mara, kannst du bitte die Vasen nach hinten bringen oder vielmehr nach vorne? Gucken, was wir an rot-weißen Blumen noch da haben, weil ich muss jetzt hier ein bisschen vorankommen. Weil das dauert sonst hier alles zu lange. Wir werden nicht fertig und Ich hatte dann selber unheimlich viel zu tun und habe Mara dann gesagt, ich soll die drei Vasen doch bitte nach vorne bringen, damit ich die stecken kann. Mach du das mal mit den Vasen, bring die nach vorne, such Blumen aus. Tu es, bitte. Und dann passiert, was eigentlich nicht passieren darf. Eine dieser Vasen ist tatsächlich kaputt gegangen. Kannst du die vielleicht mitnehmen? Das wäre super. Und dann ging das Drama los. Das ist jetzt, Leute. I'm sorry. Haben wir denn welche davon? Nein, nein. Das war ja für die Bestellung. Wir haben keine mehr davon. Die sind von der Kundin. Das ist doch jetzt Supermist. Was machen wir jetzt? Das weiß ich doch jetzt nicht. Du zerdepperst die und ich so und wir sollen was machen. Die hat Janni fallen lassen. Ja. Ja, aber hier sind keine, oder? Nein, nicht, die sind doch von der Kundin. Oder müssen wir die jetzt suchen? Dann mal erstmal suchen und dann können wir immer noch überlegen, was wir damit machen. Ja? Ja, am besten. Und du weißt, der ist jetzt nur beim Großmarkt, Herr Haupt. Und wenn der wiederkommt und das ist hier alles und die Vasen sind kaputt und der redet noch mit der Kundin, die aus Jülich hier extra angerufen hat oder wie auch immer. Der ist uns im Kopf ab. Der reißt uns mal, der war es in den Kopf ab. Ich besorge es erstmal. Weg, weg. Dicke Luft, das hätte ja nicht besser laufen können. Mara sucht erstmal seelische Unterstützung bei ihrer Kollegin Yalda. Ja, Mara, wohin? Ja, es braucht eine neue Vase. Mir ist gerade eben schön eine runtergefallen. Nein. Doch. Und es waren genau die von einer Kundin. Das ist doch gar nicht. So ein Scheiß aber auch. Ja, jetzt muss ich gucken, dass ich irgendwo eine andere herkriege. Das schaffst du schon. Irgendwo findest du schon was. Bestimmt. Ja. Ich hoffe es. Nicht aufgeben. Es bleibt doch nichts anderes übrig. Was ist denn bei euch passiert, Mona? Hör mir bloß auf. Die Kundin kommt, hat drei Vasen mitgebracht, die sollen schön bestückt werden und jetzt ist eine davon kaputt. Oh Mist. Ist auch keine mehr da? Höchstwahrscheinlich, ich weiß es nicht, wir haben ja eine große Halle, ne? Wer weiß das schon. Dann frag doch mal bitte die Mara, ob in der Halle noch was ist. Wenn der Kevin mitbekommt, dass die Vase kaputt ist, glaube ich, gibt es ganz schön Ärger und wir müssen alle gucken, dass die Vase wieder oder dass wir eine neue Vase finden, damit die Kundin glücklich wird. Mara, gehst du mal bitte durch die Halle und suchst diese Vase. Bitte. Ich drücke ganz fest die Daumen. Ich hoffe, dass die immer noch eine Vase finden, weil das wäre ganz, ganz traurig für die Kundin, dass das Gesteck nicht fertig wird. Ob da Daumendrücken reicht? Mara macht sich auf die aussichtslose Suche, eine gleiche Vase im Lager von Kevin zu finden. Mona. Zum Teufel.
Teufel, ich finde keine andere Vase als das. Das ist ja aber nicht mal annähernd, die Vase. Wir haben aber keine andere. Das ist nicht annähernd, die Vase, die wir brauchen. Ich habe überall gesucht. Nee, die Halle ist groß genug. Geh bitte nochmal suchen. Geh. Die Stimmung ist angespannt. Währenddessen ist Kevin vom Großmarkt zurück und besucht seinen zweiten Blumenladen in Düren. Morgen! Maike! Hast du irgendwas falsch verstanden? Ja, da komme ich in den Laden rein und habe nach so ein paar Metern gedacht, mich trifft einfach der Schlag. Der Laden war leer. Es standen nur noch Pflanzen und Schnittblumen da. Ich habe euch gesagt, ihr sollt im Keller schon mal Ordnung machen. Was habt ihr gemacht? Ordnung und alles eingepackt. Ja, der Laden schließt ja Heiligabend. Wir verändern ja quasi unseren Standort etwas mehr. Und theoretisch wäre es schon richtig gewesen, aber natürlich die Weihnachtsware jetzt wegzupacken und bis Weihnachten nichts mehr davon verkaufen zu können, ist schon ziemlich uncool. Wir haben noch 2 Wochen auf und ihr habt quasi den halben Laden schon leer. Ja. Ja, ich fang mal an, ne? Ich war eigentlich heute nicht mehr auf komische Botschaften aus. Ja. Ja. Fleißig waren wir, ne? Ja, super. Sorry. Ich werd bekloppt. Ja, und nun? Nun müssen wir wieder alles voll machen. Ja, natürlich. Für 1,5 Wochen räumen wir jetzt noch mal alles ein. Ja, mit Deko und... Was für eine Deko denn? Die hast du eingepackt. Töpfe. Töpfe, ich werd selbst. Ja. Wo habt ihr die ganzen Sachen denn hingeräumt? Ja, unten im Keller stehen. Ach so, ja. Damit wir die nächste Woche wieder hochschleppen. Nein! Ja. Naja, da ist ich, ja. Also alles am Weihnachtsdeko ist weg. Ja. Das heißt, das steht schon verpackt in Kisten. Ja. Was wir eigentlich noch verkaufen können bis Heiligabend. So sieht's aus. Ich werd bescheuert hier. Ja, Kevin wollte eigentlich nur, dass wir den Keller aufräumen und wir haben gedacht, wir räumen mal den Laden weiter mit auf. Ja, jetzt ist alles schon eingepackt und das war wohl nicht richtig. Was hältst du denn davon, dass wir das in den Online-Shop stellen? Wir haben so viele Sachen gerade noch online und sind am Packen wie die Irren, dass vor Weihnachten alles rauskommt. Wenn ich da jetzt noch ankomme mit 500 Überraschungsboxen, dann... aber eine andere Idee habe ich gerade auch nicht mehr. Ja. Das heißt, wir versuchen jetzt irgendwie da noch Überraschungspakete zu machen, im Sale, whatever. Das ist deswegen nicht ganz umsonst war, was die Mädels jetzt geleistet haben. Sie haben sich ja echt Mühe gegeben, aber irgendwie ein bisschen falsch. Ja, ich würde sagen, ich schicke euch den Uwe vorbei mit dem Sprinter, dass ihr den ganzen Kram abholt. Aber dann bitte auch alles, ja? Ja. Okay, ja. Macht's gut. Ciao. Tschö. Ein Problem weniger. Was Kevin aber noch nicht weiß, ist, dass Mara noch keine Lösung für die zerbrochene Vase gefunden hat. Moni, ich finde einfach nichts. Ich habe in jedem Regal hier gesucht und ich finde nichts. Und was machen wir jetzt? Hast du dir darüber mal Gedanken gemacht? Mara ist dann durch die ganze Halle gelaufen und hat wie wild diese Vase gesucht, die natürlich nicht da war. Ja, normalerweise müsste ich jetzt die Kundin anrufen und sagen, was mit der Vase passiert ist. Anders geht es ja nicht. Dann rufe ich jetzt Herrn Haupt an. Herr Haupt? Hallöchen, ja. Herr Haupt, wir haben ein Problem. Ich habe keine Zeit mehr für Probleme, behalten Sie bitte. Nee, diesmal haben wir aber wirklich eins. Herr Haupt, Sie hatten doch die Vasen gebracht für die Kundin und eine der Vasen... Sag mir nicht, dass die kaputt gegangen sind. Nicht alle. Eine Vase ist kaputt. Ja, da habe ich gerade einen Anruf bekommen im Großmarkt und wer ist dran? Eine Simone, die mir dann gebeichtet hat, dass eine Vase kaputt gegangen ist, wo ich gedacht habe, ich falle jetzt hier einfach mit dem Großmarkt mal um, weil ich eben extra noch gesagt habe, bitte, bitte passt auf. Weil es von der Kundin halt ist und man halt nie weiß, gibt es die Vase nochmal. Die sind jetzt... ja, zu dritt gewesen. Jetzt haben wir nur noch 2, aber irgendwie werden wir das Problem schon lösen. Jetzt weiß ich. Die Frau wird mir den Koffer preisen, danke.
Ja, vielleicht fällt Ihnen ja eine Lösung ein. Bitte, Herr Haupt. Ja? Ja, ich rufe dann mal die Dame an und ja. Weist ihr mal. I love my life. Ja. Ich melde mich. So sorry. Ja. Bis später. Tschüss. Nun gut, dann werden wir mal gucken, was bei rumkommt, ne? Mara, dann mach hier den Kram weiter, bitte. Damit wir damit wenigstens vorankommen, weil wenn wir dann noch nicht mal was geschafft haben, weil die ganze Zeit nur die Vase gesucht haben, dann ist mal wirklich alles Mist. Los. Okay. Ob das ganze Dilemma wirklich Maras Schuld ist? Yannick jedenfalls fühlt sich auch verantwortlich. Ich kann mit Film reden. Sorry. Ja, alles gut, ich schaff das schon. Ich hoffe, er wird nur nicht allzu böse sein. Ach, ist nur meine Schuld. Du bist aus der Nummer raus. Ich würde halt sagen, zieh dich dick an, aber. Ne? Ich krieg das schon hin. Danke. Alles klar. Dass Yannick sich entschuldigt hat, war zwar eine nette Geste, aber er war ja auch nicht ganz unschuldig an der ganzen Sache. Genug mit Schuldvorwürfen. Denn jetzt müssen die beiden ganzen Vasen geschmückt werden. Guck mal, ich muss eigentlich die zwei Vasen machen und ich brauche was für ein Candlelight. Ein Candlelight. Ich würde vielleicht irgendwas Schönes mit einer roten Rose machen. Und wenn das ein bisschen weihnachtlich sein darf, jetzt gerade für die Zeit, würde ich ein bisschen mit Tanne ausstecken. Eigentlich eine gute Idee. Guck mal, hier vielleicht so eine oder hier diese kleine. Die finde ich schön, ne? Vielleicht sollen drei Stück in die Mitte haben, vielleicht ein bisschen anordnen. Man könnte das ja auch noch ein bisschen dazu mixen. Hier mit dem Ilex noch dabei. Mhm. Eigentlich war das ganz hübsch. Okay, ich krieg das. So ein Mist, was da eben passiert ist. Ja, so scheiße. War klar, dass das wieder ausgerechnet mir passiert. Ach. Wem auch sonst. Ist nicht so tragisch. Ja. Wir sind halt nur Menschen, ne? Ja, hast du auch wieder recht. Das stimmt. Fehler passieren. Dafür gibt sich Mara aber jetzt extra Mühe beim Strauß. Simone bekommt währenddessen Besuch. Hola. Hola. Jetzt sagen sie nichts, sie haben noch eine Vase. Mara. Die Dame war sehr sauer. Gott sei Dank kam dann Herr Haupt rein und hatte die Kundin noch so eine Vase da. Sie war zwar nicht sehr amüsiert über die ganze Sache, aber es war noch eine Vase da. Mara, it's your turn. Das ist nicht meins. Ich habe diese Vase nicht fallen lassen. Sie hat mir gesagt, sie hat genau 5 Stück davon, bestimmt seit 7 Jahren. Oh Gott. Dann gibt sie einmal aus der Hand und schon ist es eine weniger. Naja, wir haben jetzt eine. Ja. In der Hoffnung, dass die drei dann bitte ganz ankommen. Ja. Gott sei Dank hatte sie noch eine Vase, beziehungsweise sie hat eigentlich 2 davon. Sie war zwar nicht so erfreut darüber, jetzt, dass ihre Sammlung da ein bisschen durch uns minimiert wurde. Aber okay, wir sind alles Menschen, das passiert und ja, was soll man machen? Wir haben eine Lösung gefunden, wir haben noch eine Vase. Die Kundin kann heute Abend ihr Candlelight-Dinner machen und alle sind happy. Ja, Mone, ich hoffe, ihr habt wenigstens die Sträuße schon fertig für die Frau, weil sie erwartet wirklich fertig was Schönes. Fertig ist alles, fertig. Und ich habe ihr gesagt, dass wir ihr noch ein extra Sträußchen machen als Entschädigung. Ja, macht Mara dann, ne? Ich habe sie dann wieder besänftigt, Mara, Schatz. Und ja. Ja, wäre schön, wenn du die drei Vasen dann auch heile gleich ins Auto kriegst, ja? Das ist nicht lustig. Nächstes Mal gehst du zu der Kundin. Als Kevin dann mit einer neuen Vase in der Halle stand, war die Kundin zwar nicht erfreut, aber mir fiel schon ein Stein vom Herzen. Entschuldigung, aber wir hatten echt Drama mit diesen Vasen. Ja, meinst du, ich hatte kein Drama? Stell nein, dich doch nein, mal sagt doch keiner. Aber meine Güte. Ein einziges Mal bitte ich euch. Wie oft sage ich, macht nichts kaputt? Wie oft? Nie? Immer. Und dann sage ich es einmal, ja. Was ist? Ich kriege einen Anruf. Ja. Ich oder weiß. Haben wir irgendwie 1. April? Nein, wir und haben die Vase leider steht Dezember. Hier noch ganz. Nein, es ist Dezember, Haupt. Es ist Dezember, ich weiß es. Ja. Ich weiß es. Wir haben auf jeden Fall jetzt 3 Vasen. Ihr habt die Blumen fertig, das heißt, in einer Stunde muss ich fahren. Alles ist soweit. Dann machst du bitte noch ein Sträußchen als Entschuldigung. Und dann hoffe alles wird gut. Stell die vorne bei, ja? Machen Sie das. Wie fast immer findet sich eine Lösung. Jetzt schnell den Strauß binden, damit die 3 Vasen auch pünktlich fertig werden. Jetzt kann eigentlich nichts mehr schiefgehen.
So einen Stress wie heute braucht wirklich keiner vor den Feiertagen. Am Ende sind die Sträuße bei der Kundin rechtzeitig angekommen. Ich hoffe, sie hat jetzt noch einen wunderschönen Restabend ohne irgendwelche Hiobsbotschaften. Und ja, Ende gut, alles gut. Wir haben es geschafft.